So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren letztens wieder unterwegs, Pupsi hat was entdeckt, mitgebracht, habe ich gedacht, was ist das denn schon wieder? Ihr kennt ja vielleicht die What the Fanda, diese besondere Fanda, ohne Zucker, nur mit Süßungsmitteln, die so absolut schrecklich schmeckt, richtig bunte, knallige Farben immer gehabt, wo jeder immer miträtseln musste. Was ist das für ein Geschmack? Und ich bin nie drauf gekommen. Ich habe nämlich noch nie abartigen Geschmack gehabt, bis ich What the Fanda gefunden habe. Und deswegen konnte ich nicht vergleichen, mit was das jetzt Ähnlichkeit hat, was das sein soll. Jetzt dachte sich Pfanna. Pfanner kennt ihr vielleicht von der grüne Tee, der rote Tee, der gelbe Tee, der weiße Tee, der Wintertee, den mag ich besonders gerne. Pfanner bringt auch einfach mal einen Mystery-Eistee raus. Das ist dieser Humpen hier, diese Riesenpackung Eistee von Pfanner. Müssen wir mal so reinhalten und uns dann mal genau angucken. Hier steht auf jeden Fall Mystery Edition. Dann habt ihr hier Pfanner, Premium Sins 1856, so alt ist der schon. Mystery Eistee Teil 1, die kündigen jetzt also schon Fortsetzungen an, das ist richtig brutal. Und dann habt ihr hier eigentlich, lauter, ja, weiß ich nicht, man könnte sagen, das sind Blaubeeren, ja, die laufen hier rum und machen irgendwas, sollen aber irgendwelche Fabelwesen sein. Wenn du es zur Seite drehst, steht da, Taste the Secret, ja. Testet das Sekret. Wenn ihr auch immer Sekrete testet, schreibt es mir in die Kommentare. Heißt also, probier das Geheimnis. Taste the Secret. Nimm den Sip und rate mit und da steht es wieder. Ist ja eigentlich ganz chillig gemacht. Teegetränk mit mehr Fruchtgeschmack. Direkt aufgebrüht aus Holunderblüten und weißem Tee. Dann steht es sogar drauf, alles was es ist, okay. Aufguss aus Holunderblüten, weißem Tee. Zucker, Zitronensäure, Aroma, Extrakt aus Holunderblüten, weißen Tee, bla bla bla, gut gekühlt, innerhalb von 3 Tagen, mehr heftig haltbar. So. Dann nochmal Mystery Edition auf der Seite. Wie unsere Mystery Edition schmeckt, natürlich fresh. Wonach sie schmeckt, musst du rausfinden. Einfach tasten und mitraten, keine Sorge. Wenn deine Geschmacksknospen gerade nicht am Blühen sind, die Verpackung offenbart bereits 2 Geschmacksrichtungen. Entdecke sie und errate die 3 weiteren. Finde das Tor auf der Packung, tauche ein in eine Welt voller Genuss und Abenteuer und mach dich auf eine erfrischende Entdeckungsreise. Mystery Solved, da ist ein QR-Code drauf. Dann scanne den QR-Code, gib deinen Tipp hier ab und sichere dir fresche Gewinne. So, also, What the Fun habe ich nie irgendwo mitgemacht. Sei außerdem gespannt und halte die Augen offen für noch mehr Hinweise auf 2 weiteren Packungs-Editions, die in Kürze folgen werden. Es gibt also keine 3 verschiedenen Geschmäcker. Es gibt nur 3 verschiedenen Designs, die alle 3 Hinweise geben auf die kompletten Zutaten im Mystery-Tee. So habe ich das jetzt verstanden, beziehungsweise sind 2 schon geleakt auf der Verpackung und über Hinweise noch 3 weitere Zutaten versteckt. Also, naja, Holunderblüte, aber das steht ja eigentlich drauf. Ja, und halt Weißtee. Sollen das jetzt die 2 sein, die draufstehen und du musst noch mehr? Oder musst du nochmal ganz genau irgendwo hinschauen, ich weiß es nicht. Wie findet ihr das Design? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier sehe ich einen Kaktus mit Kaktusfeige. Hier sehe ich nichts mit nichts. Hier sehe ich, keine Ahnung, Zucker. Zucker, Zucker, Zucker und irgendwas. Wir machen es einfach mal auf. Wir nehmen mal einen Sip aus der Riesenpackung. Moment. Wir wollen das ja sowieso aus dem Ernesto-Glas dann chucken, deswegen schenken wir es auch mal ein. Dabei sieht man natürlich jetzt auch die Farbe. Erst war es sehr durchsichtig, aber wenn man das richtig schön einschenkt, hat man auf einmal sowas Orangiges. Orangiges am Start und ich muss sagen, ich komme nicht auf den Geschmack, ja, weil es schmeckt irgendwie nach nichts. Irgendwie sehr unspektakulär, einfach nur wie wirklich Holunderblüte mit Weißtee gemischt im Aufguss. Keine Ahnung. Wir schütten uns das jetzt mal rein.
Wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Sehr unspektakulär. Schmeckt eigentlich wie alles, was ihr sonst überall kriegt. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet, aber ich habe auch keine Geschmacksknospen mehr. Schmeckt ein bisschen wie Zitronengras. Das kann vielleicht sein in der Zitronengras, limettige Richtung. Mit irgendwas anderem drin. Es schmeckt auf jeden Fall gut. Es ist erfrischend. Es ist viel besser als What the Thunder. Aber ich habe keine Ahnung was. Schreibt es mal rein, wenn ihr es kennt. Wenn ihr das mal getestet habt. Was ihr sagt, was es ist. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.